Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 21. Oktober 2014. Mein Name ist Norbert Gieso. Jo, sehr gefreut habe ich mich gestern über die vielen positiven Rückmeldungen, nachdem das Tageshoroskop wieder online ist. Vielen Dank dafür. Ja, oftmals ist es ja so, dass wir uns tatsächlich danach sehen, dass etwas Neues in unserem Leben passiert, dass wir aufbrechen zu neuen Ufern, dass wir das Alte hinter uns lassen, dass wir tatsächlich in ein neues Bewusstsein gelangen. Und andererseits ist auch ein ganz starker Drang danach, in der Sicherheit des Gewohnten zu verbleiben. Nichts zu wagen, lieber immer wieder die alten gleichen Muster zu leben. Und zwischen diesen beiden Extremen hängen nicht nur viele von uns individuell, sondern auch wir als Gesellschaft. Einerseits sind dringende Dinge zu tun, vor allem im Umweltschutz oder um die Kriege und Konflikte und Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Andererseits möchte doch keiner wirklich auf etwas verzichten, was er sich doch mühsam angeeignet hat. Dieser große Konflikt zwischen Alten und Neuen wird astrologisch seit einigen Jahren hier vom Quadrat zwischen Uranus und Pluto symbolisiert. Und es ist tatsächlich nicht ganz einfach, sich von dem Alten zu lösen, weil wir ja auch dann nicht genau wissen, ob das Neue dann genauso gut ist wie das Alte. Im Moment ist ohnehin mit dem rückläufigen Merkur, es ist sehr schwierig für uns, die Situation wirklich angemessen zu analysieren. Es scheint fast so, als würde sich bei uns im Gehirn oder im Kopf irgendetwas weigern, die Dinge wirklich verstehen zu wollen. Und jetzt steht mit dem Neumond vom Donnerstagabend, den ich ja gestern schon angesprochen habe, hier ist er, steht uns wirklich so eine Art möglicher Transformationsschub ins Haus. Denn der Wechsel von der Waage in den Skorpion, wie ohnehin immer ein Wechsel von einem Tierkreiszeichen in das nächste, bedeutet immer einen großen Sprung, da die Zeichen im Tierkreis sehr unterschiedlich angelegt sind. Und hier ist der Sprung von der netten, harmonischen, ästhetischen und auch auf Schönheit gerichteten Waage in die tiefe Abgründigkeit des Skorpions, in die Emotionalität aus der Vorstellungswelt der Waage in die tiefe Emotionalität des Skorpions. Jetzt geht es wirklich daran, sich die Widerstände anzuschauen, die Ängste, all das, was dem im Weg steht, was einer Transformation, einer Wandlung im Wege steht. Und aktuell ist es so, dass der Mond jetzt, wo ich dieses Tageshoroskop aufnehme, Ende Jungfrau steht, die letzten Grade der Jungfrau erreicht. Der Mond wird heute Mittag in 4 Stunden, also um 12:45 ins Zeichen Waage wechseln. Dann läuft er auf den Neumond zu, dann haben wir den Mond in der Waage, Merkur, Mondknoten, Venus und Sonne. Heute und morgen nochmal ganz klar die Waage-Themen im Vordergrund, was eben auch bedeutet, was ich vorhin sagte. Auch diese starken Extrempositionen, die miteinander verbunden werden sollen. Beziehungen spielen alle eine große Rolle. Oftmals ist es ja so, dass wir bestimmte Dinge nur deswegen machen, um bei anderen gut dazustehen. Diese Abhängigkeit vom Außen, vom anderen beleuchtet ganz klar und stark die Waage, bis es dann eben in den Skorpion geht. Morgen wird dann der Mond aus der Waage heraus dieses von mir eben angesprochene Quadrat von Pluto und Uranus aktivieren. Der Mond ist morgen um 11 Uhr im Quadrat zum Pluto und um 16:30 Uhr, 16:30 Uhr in Opposition zum Uranus. Und dann geht es immer stärker auf den Neumond zu. Die Phase vor Neumond, immer die Phase, wo auch ganz stark unbewusste Dinge in uns wachgerufen werden. Wir tun gut daran, sehr wach in uns zu sein, die Dinge nicht zu bewerten, sondern fühlend zu erleben. Gut, damit lasse ich euch für heute, wünsche uns allen einen schönen Dienstag und sage Tschüss, bis morgen.